Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und willkommen bei eurer sechsten Gitarrenstunde. Und heute machen wir mal ein bisschen weiterführende Akkordkunde, könnte man sagen. Ihr habt jetzt schon das Cage-System und ihr habt ein paar Schlagrhythmen. Und um jetzt das, was ihr spielt, so ein bisschen interessanter zu machen, möchte ich euch heute gerne ein paar Optionsakkorde zeigen. Das heißt, Optionsakkorde ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, Akkorde mit Optionstönen. Das heißt, ihr müsst dann nicht nur C, A-Moll, G, E-Moll, D und so weiter spielen, sondern könnt die Akkorde eben so ein bisschen aufpeppen. Also ihr müsst die Akkorde nicht grundlegend ändern, sondern könnt einfach einzelne Töne anders spielen, damit der Akkord ein bisschen eine andere Klangfarbe bekommt. Und ich gehe die einfach einmal mit euch durch und dann könnt ihr damit einfach mal euch die vielleicht rausschreiben oder euch merken und dann damit ein bisschen mit rumprobieren. Das heißt, wenn ihr einen Song habt, wo dann ein C vorkommt, ein C-Dur, könnt ihr einfach mal die Optionen probieren, wie das vielleicht klingt, ob euch das gefällt, ob das euer Geschmack ist. Also wir haben das ganz normale C-Dur. Was jetzt häufig gemacht wird, ist, dass man den Zeigefinger wegnimmt. Dann hat man einen Vierklang, ein sogenanntes C-Major-7. Dann kann man, statt dass man den Zeigefinger wegnimmt, kann man auch den kleinen Finger auf den dritten Bund legen. Dann hat man ein C add 9, weil der neunte Ton vom Grundton aus gesehen dazu addiert wird. Das C add 9 kann man auch anders spielen, indem man einfach die Finger vertauscht, also mit dem Mittelfinger die A-Seite spielt, mit dem Zeigefinger die D-Seite und mit dem Ringfinger die B-Seite. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man den kleinen Finger nach oben auf die hohe E-Seite dazulegt in den dritten Bund. So, das wäre jetzt erstmal grundsätzlich eine Veränderung von C. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man auf der D-Seite die Töne verändert. Und zwar kann man einmal den Mittelfinger wegnehmen. Dann hat man ein C-Sus-2. Was das bedeutet, mache ich vielleicht später in einem anderen Video. Also Sus steht für Suspended, dann ersetzt man die Terz durch die 2. Das würde jetzt zu weit gehen, dann haben wir wieder ein halbstündiges Video, bis ich euch das erklärt habe. Merkt euch erstmal einfach, dass das ein Sus-Akkord ist, ein Sus-2-Akkord. Oder man legt den kleinen Finger auf die D-Seite in den dritten Bund zusätzlich, dann hat man ein C-Sus-4. So, das sind so die grundsätzlichen Veränderungen, die man jetzt erstmal mit C machen kann. Oh, ich habe noch einen vergessen, und zwar ein C-Dominant-7. Da legt man, also ich bin ein ganz normales C und legt dann den kleinen Finger auf die G-Seite in den dritten Bund. So, und was ihr jetzt damit machen könnt, ihr habt jetzt die einzelnen Bausteine sozusagen und ihr könnt jetzt erstmal versuchen, wenn ihr irgendwo ein C habt, rumzuprobieren. Vielleicht passt da auch ein C-Major-7 oder ein C-Sus-2 oder ein C-Add-9 oder was auch immer. Und was man auch machen kann, ist, dass man die Sachen miteinander kombiniert. Das heißt, ich nehme die Major-7-Veränderung von dem Griff und die Sus-2-Veränderung von dem Griff. Das heißt, ich nehme den Zeigefinger weg und den Mittelfinger nehme ich auch noch weg. Dann habe ich ein C-Major-7-Sus-2. Ob einem der jetzt gefällt, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein C-Major-7-Sus-2. Und damit kann man einfach mal so ein bisschen mit Klängen rumprobieren. So, dasselbe machen wir jetzt mit einem anderen Akkord, und zwar mit A-Moll. Was jetzt sehr häufig ist, dass man ein A-Moll-7 aus dem A-Moll macht. Dafür nimmt man einfach den Ringfinger weg. Oder man lässt den Ringfinger liegen und spielt mit dem kleinen Finger auf der hohen E-Seite den dritten Bund. Oder man spielt mit dem kleinen Finger den dritten Bund und nimmt den Ringfinger weg. Das geht auch. Die drei Griffe sind alle A-Moll-7.
dann kann man, wenn man den Zeigefinger wegnimmt, hat man wieder einen Sus-Akkord, einen Sus 2. Oder man nimmt den kleinen Finger noch auf die B-Seite in den dritten Bund dazu, dann hat man einen Sus 4. So viel erstmal dazu. Und mit dem Akkord könnt ihr jetzt auch einfach mal rumspielen und gucken, was kann man damit machen, was passiert, wenn ich ein A-Moll gegen ein A-Moll 7 oder ein A-Sus 2 tausche. Das kann gut klingen, das kann auch blöd klingen, müsst ihr einfach ausprobieren. Der nächste ist ein E-Moll. Bei dem E-Moll kommt oft dazu vor, dass man ein E-Moll 7 spielt. Das ist einfach E-Moll mit dem kleinen oder dem Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund. Jesus 4 kann man auch machen, kommt aber nicht so häufig vor. Das ist, wenn man einfach noch den Ringfinger auf die D-Seite in den dritten Bund legt. Das ist Jesus 4. Und Jesus 2 lässt sich blöd greifen, das zeige ich euch jetzt nicht. Wo noch häufig Veränderungen vorkommen, ist der D-Griff, also beim D-Griff. Was da sehr häufig gemacht wird, ist, dass man entweder den Mittelfinger auf der hohen E-Seite wegnimmt, dann hat man ein D-Sus 2, oder man legt den kleinen Finger auf die hohe E-Seite in den dritten Bund dazu, dann hat man ein D-Sus 4. Bei D sehr häufig vor, weil da hat man dann die Veränderung des Tons auch in dem, auf der höchsten Note, die hört man dann besonders gut. Weil das eben der Melodieton in dem Akkord ist, sozusagen. Und deshalb werden da oft Sus-Veränderungen gemacht. Und wenn es noch gibt, ist der D-Dominant 7. Das ist D einfach gespiegelt, dann spielt man Mittelfinger, zweiter Bund auf der G-Seite, Zeigefinger, erster Bund auf der G-Seite und Ringfinger, zweiter Bund auf der hohen E-Seite. Das ist D-Dominant 7. Oder, um jetzt das vollständig zu machen, man kann auch, wenn man jetzt alle drei Seiten im zweiten Bund greift, hat man ein D-Major 7. Und damit könnt ihr jetzt auch einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wenn, dann würde ich euch da eher den Dominant 7 empfehlen, weil Major 7 aus einer anderen Tonart kommt. Also wenn wir im Cage-System sind, sind wir in der Regel in E-Moll oder in G-Dur. Und D-Major 7 kommt da nicht wirklich vor. Genau, aber probiert einfach mal aus, was ihr da verändern könnt, möchtet, was euch da von den Sounds und von den Klängen gefällt. Weil das ist das, was einfach ganz, ganz viele auch erfolgreiche und bekannte Musiker oder Gitarristen machen, wenn sie jetzt einfach singen und sich dazu begleiten, um halt nicht nur immer diese Standardakkorde zu haben, kann man einfach mal eine None hinzufügen oder einen Sus-Akkord machen oder eine 7 einbauen oder irgendwie sowas machen, weil das oft aus drei ganz einfachen Akkorden schon drei sehr coole Akkorde machen kann. Um das noch ein bisschen zu verbinden mit der Übung, die ihr in der fünften Stunde vielleicht mal dann auch gemacht habt, könnt ihr mal einfach euch ein Strumming-Pattern nehmen und ein bisschen die Akkorde spielen und dann in diesem Strumming-Pattern die Akkorde auch wechseln, aber nicht also von C auf G und von G auf D, sondern dass ihr dann meinetwegen mal ein paar Takte lang D spielt und dann C und dann C Major 7, sodass ihr halt auch mal abwechselt. Also ihr spielt dann mal C Major 7, dann C Add 9, dann C Sus 2, vielleicht auch gar nicht so viel. Und dann geht ihr auf den nächsten Akkord und spielt da ein bisschen rum. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen, was man da so machen kann. Ich fange einfach an mit G und wechsle dann so ein bisschen durch die Akkorde.
So wie ihr gehört habt, da war jetzt viel Schönes bei. Manche Sachen haben auch nicht so toll geklungen. Das wird bei euch auch so sein. Wenn ihr spielt, werdet ihr Sachen finden, also Harmonien und Akkordwechsel, die euch mehr gefallen und manche, die euch weniger gefallen. Das gehört einfach dazu, lasst euch davon nicht beirren, weil das ist einfach immer das, wo man am meisten lernt, einfach ausprobieren. Just do it. Und wenn ihr irgendwelche Akkordfolgen habt, die ihr scheiße findet, dann benutzt sie einfach nicht. Aber dann wisst ihr wenigstens, dass ihr die nicht mehr benutzen könnt oder benutzen müsst oder benutzen sollt. Weil dann habt ihr es halt ausprobiert. Okay, gefällt euch nicht. Schön. Muss man nicht nochmal machen. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit eurer sechsten Gitarrenstunde. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tutorials zum Thema Gitarre und Tutorials über Songs, dann besucht einfach meinen Channel, abonniert den Channel, wenn ihr Bock habt. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis nächstes Mal. Ciao.